Willkommen zu Aquarian Skies Hardcore Quest mit Master Tobi, Folge 11. Letzte Folge, für alle, die es noch nicht gesehen haben, haben wir hier ein bisschen was automatisiert. Hab die Plattform erweitert, wie ich es gesagt hatte, und habe Strom verlegt für unsere kommende Baumfarm. So, ich musste in der letzten Folge noch den Dynamo bauen. Ich jetzt fix. Also uns gleich einen Pulverizer. Erst brauche ich die Transmission Coil. Mit Silber. Silber ist hier. Und Transmission Coil. Und mit. Und ich habe irgendwas vergessen. Kopo. Kopio. Tobi, bei mir geht's nicht. Ja, weil du oben schon wieder den falschen Redstone-Ding jetzt drin hast. Hä? Du hast Bronze-Ingots. Doof. Wenn du Kopper nimmst, dann klappt das. Siehst du? Bronze und Copper sieht aber auch fast gleich aus. So, brauche jetzt als erstes wieder einen Piston. Okay, Steam Dynamo abgeschlossen. Claim Reward. Pulverizer hatte ich ja schon gebaut. Claim Reward. Auto Packager haben wir auch. So, Getting Plastic. Property Sapling. Schön, dass wir den bekommen haben. Gehen wir kurz zu unserer Form. Haben wir ja schon dort stehen. Wieder den Maschinenframe. Bronze und Gold, das auch nicht nebeneinander packen. Macht er automatisch. Ist aber nicht so schlimm. Wortbacks drin ist. Brauchen wir immer noch eine Kiste für Holz. Da. Oh, das ist toll. Kokosnuss. Applings. Platzstairs. Stairs weg. Kokosnuss-Saplings kommen auf die Form. Ja, yeah, und den Pulverizer abgeschlossen. So, home. Also, den Mowapper-Tree abbaut, zeige ich jetzt auch gleich nochmal. Bekommt man ganz normal das Wapperholz und die Tropfen vom ja, Rohrrapper halt. Rohrgummi. So, den schmeißt man einmal in den Ofen, bekommt dann Rubber Bars raus. Und wenn man die Rubber Bars nochmal in den Ofen schmeißt, bekommt man rohes Plastik raus. Was wir jetzt brauchen für unsere Quest. Getting Rubber. Oh, bei der Quest bin ich jetzt auch. Rück nach Hause. Da. So. Puff, hat's Ohr, gemacht. Ohr Plastik haben wir bekommen. So, ich habe einen mysteriösen Magnet bekommen. Der ist richtig cool. Kannst du im Inventar aktivieren und dann zieht's alles zu dir ran. So, Plastik-Sheets habe ich, Questbuch, Claim Reward. Und noch mehr Wapper Trees. So, dann bitte einmal Plastik-Sheets überschmeißen. Leg die dann mal in die Crafting-Kiste hier. Bitte. Ja. Dass ich dann gleich den Harvester bauen kann. So, wir brauchen Harvester, den Planter,
Inversickel und den Sludge-Boiler. Die nächsten Dinger, die man so bauen kann. Wir craften uns einen Harvester. Ich hab schon wieder zwei Bienen bekommen. Harvester. Also, fangen wir an mit dem Maschinenframe. Das. Ich baue gleich mal mehr Maschinenframes. Das Frames. So, Maschinenframe gebaut, dann zwei Scheren. Und wir brauchen eine Ingwer-Axt. Mein Gefühl sagt mir, dass es nahezu jedes Mal regnet, wenn wir aufnehmen. Gut. So, Ingwer-Axt, Schere, Schere. Nee, mir fehlt ja noch was. Mir fehlt ja noch die Redstone. Ah, mit Gold. Gut. Muss ich immer nachgucken, können wir das nicht mehr. Gold. Schere. Axt. In der Vergangenheit schon ein bisschen Erde gefarmt. So, Plastic Sheets. Und wir haben einen Harvester. Da wollte ich ihn nicht hinstellen. So. Zurück zur Form. Da will ich ihn hinstellen. Also nicht hinstellen, sondern mir erst geben, bitte. Moment. Mandel Detect hier gehen. Ja, er hat ihn. Ich bin vom Server geflogen. Das bin ich ja. Oh, eine Kiste einstecken? Nö, nee, natürlich nicht. Ja, blöd. Ich hätte eben gerade eine Kiste bauen. Boom. Eine Goldschiste groß machen. Ich kann, glaube ich, eine Silberchest klein machen. Oh, kein Eisen mehr. So, jetzt haben wir zwei große Felder Nahrung schon mal. Das dritte Feld. Ich habe gleich anfangen zu bauen. Also die Insel passend erweitern. Dass wir dort dann da Weizen anpflanzen können. So, das sieht ja schon mal gut aus. So, was brauchen wir dann noch? Planter, Ingwer, Sickle und Sludge Boiler. So. Hat mal Home. So. Sechs einfrei. Und keine Treppenstufen mehr.
Du weißt. Oh, hier hat er den Harvester stehen. Gleich vorne rechts den Baum abpflücken. Mal, wenn er Lust und Laune hat. Ach ja, ich wollte ja Stufen bauen. So, das machen wir ja eigentlich immer in der Folgenpause, aber ich brauche Eisen. Denn ein Eins. Vier. Sechs. Rand. Der echte Rand. Nummer 6. Ich habe mir einen Eisenhammer hergestellt und habe den dann mit Stufe 30 verzaubert, weil das Fortune, also das Glück, das zählt auch, wenn man jetzt hier die Sand Erze abbaut. Mehr raus. Und er hält ja, länger. Aber durch unsere Mob-Form ja eh genug XP kriegen. Das reicht in der Regel aus, dass wir da an XP bekommen. Jetzt habe ich mehr als ein Stack Dust, Eisen Dust und hier. So. Hose. Und ab zu unserer Schmelze, die muss ich auf jeden Fall vergrößern. In einer Pause. Brust essen. Hast du überhaupt noch Toastbrot oder was produzierst du für Essen überhaupt da hinten? Da hinten produziere ich noch keinen Toast, kommt aber demnächst. Könnte dir Süppchen anbieten. Nö, nö. Noch habe ich meinen leckeren Apfelsaft. So, wir schauen uns mal nebenbei noch ein paar andere Aufgaben an. Quests. Eisen da geschmilzt. Hey, langsam kriegt man ein Storage-Problem. Bin mir aber sicher. Wir waren ja überall schon. Ja, Barrels auf, die alles uns auffangen sollen. Hoarding. Holding. Digital Storage. ME3. Genau, ein ME3. Guck doch mal, wie das gebaut wird. ME. ME3. Basic Prozessoren. Um erstmal so ein Quartz. Quartz Dingsbums Wafer Schneider oder wie auch immer man nennen will.
hier noch gerade noch Tag ist. 2, 3, 5, 1 frei. Ein ME-System braucht man viel Netto-Quartz, muss man viel Soul Sand 7, aber das haben wir ja. Oh, schade. Keine Stufen mehr. Bin doof. Manchmal bin ich doof. Habe ich so viel Rohrplastik hergestellt, dass ich vergessen habe, dass man Silikon auch aus Rubber herstellt. Ja. Aus rohen Plastik. Aber dafür ist doch der Harvester da, der irgendwie den Baum vorne rechts nicht abpflücken will. Weil er wahrscheinlich außer Reichweite ist. So. Da müssen wir mal dann ein Upgrade bauen. Bei Gelegenheit. Welche Kurs brauche ich denn? Risikokurs? Oder braucht man es? Kann ein bisschen dauern. Und mal Fackeln hinstellen. An der Kiste das alles herzustellen. Funktioniert ja so nicht. Der Herr Balion spricht schon wieder nicht. Ist er sprachlos? Ich bin sprachlos, ja. Mir immer irgendwelche Materialien fehlen. Aber naja, ich habe ja auch nicht alles zum. Ist ja auch nicht alles zum? Ich habe auch nicht alles im Kopf, jedes Rezept, was ich dafür brauche und was nicht und. Schade, davon bin ich ja fast ausgegangen. Nö, nö. Und die Enderköpfe für irgendwas? Enderköpfe haben? Ja, Feuerwerkstore. Okay. Sonst nicht. Das sind nur für Feuerwerk, ne? So, jetzt haben wir sogar noch Eisen. Auf jeden Fall. Das ist aber noch Haufen in der Schmelze. Oh. Aber Tank ist alle.
Das muss auch noch automatisieren, dass der immer voll gepumpt wird. Aber die Schmelze verlege ich eh nach unten in die Produktionsstätte. Automatisch Erze geschmolzen werden, den ich brauchen, also Eisen, Gold und Silber, werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall als erstes automatisieren. Oh, alles automatisieren. So genial. So, wie wollt's? ME. Wir waren beim ME Crafting. Gold. Redstone. Und dann unser Wafer-Schnitt. Ein Basic-Prozessor haben wir schon mal, brauchen aber zwei, also jetzt so ein so. Ich bin mal gespannt, ob er uns genug Rohstoff da lässt, dass ich mir noch so einen Aquarius bauen kann. Aquarius Activator? Ja, warte mal. Für unser drittes Großfeld anlegen können. Jetzt haben wir zwei Basic-Prozessoren, die müssen verbrannt werden im Ofen. Pneumatik Servo brauchen wir jetzt als erstes. Willst du jetzt hier craften oder was? Ja. Ich nehme die Sachen immer kurz einmal rein. Ich räume mich noch ein bisschen mal in den Bau auf, weil ich brauche hier Frame. War das hier unten? Ah, alles gut. Nicht? Tin. Jedes Mal das gleiche. Und den? So, Tobi ist fertig. Nee, noch nicht. Ich brauch noch den Sprinkler. Aber das ist ganz einfach. Wir haben einen ME-Drive. Unser Questbuch, jawohl, hat er genommen. Stell ich aber erstmal oben in die Kiste, weil wir brauchen noch mehr. Das ist ja jetzt bloß die, das Diskettenlaufwerk, nenne ich es mal. Wo mehrere Festplatten. Storage. Festplatten rein müssen. So, jetzt brauchen wir den ME-Controller. ME-Controller brauchen wir einen Advanced-Prozessor, der ist mit Diamanten. Diamanten haben wir hier. Diamanten aus der Horde. Ja. Diamant. Ich hab drei Schirme gemacht. So, Prozessor haben wir auch. In den Ofen mit dir. Dann gucken wir, was brauchen wir noch für einen ME-Controller. X-Kristalle, 4 Stück. Also Netherquarz.
4 davon und 4 Redstone, wenn ich. So, jetzt haben wir die UX-Kristalle anordnen. Da war gerade ein Creeper hinten on farmen. Der ist auch nicht mal hingekommen. So, hier Prozessor und wir haben einen Controller. Jawohl. So. Controller ist ja der Controller. Der steuert die ganzen Geräte, die an der ME angeschlossen sind. Also der Controller braucht Strom und der verteilt das dann an die restlichen Stationen. So. Aber noch jede Menge von diesen Dünger. Was für ein Dünger? Den wir brauchen, um Humus herzustellen. So. Bild auf jeden Fall. So, jetzt habe ich kein Plastik mehr. Also gucken wir mal, was unsere Baumfarm schon erledigt hat. Nix. Oh, hoppo. So, jetzt ist gerade meine Axt aufgewertet worden. Eine Modifikation bekommen, sprich ich kann die bessern mit Erzen, zum Beispiel Diamant, nochmal dort Haltbarkeit nach oben steigern. Aber das will ich jetzt erstmal nicht. Ah, ich schaue gerade nicht da zu heim. Baut mal das nochmal. Dünger. Was? Den Dünger. Du nimmst die Apatite, packst oben in der Mitte, unten in der Mitte Sand hin und in der Mitte kommt Apatit. Sand haben wir nichts von, ne? Oh, musst du unten beim Pulverweiser gucken. Also mal in den autonomes Activator gucken, da hat manchmal Sand drinne, beziehungsweise hat der Pulverweiser schmeißt Sand raus. Ne, mach jetzt einfach gerade Sand für einen Diamanthämmer. Oder so. Damit geht das ja fix. Ich kann ja gleich auch mal die Sicht von oben genießen. Ah, unsere Farmlandschaft bald groß wird. Ein riesiger Block einfach nur. Mobfarm. Fortune 3 hat nämlich mal Diamanthammer. Das war ja die Questbelohnung. Ah. So. ME Crafting. Dafür brauchen wir ME-Kabeln. Fluxdust brauchen wir dafür. Meter Quarz und Certus Quarz. Ja, Nederquarz, hier drinnen.
Schade. Das ist Quartz Dust und Nether Quartz Dust. Und mal gucken, was er macht. Jeder Quartz Dust. Also. Also ME-Kabel brauchen wir eh dann noch ganz, ganz viel. So, das dann alles mal in der Folgenpause farmen. Ihr müsst ja nicht zugucken, wie ich hier Dosen durch einen Fleischwolf drehe. Ist ja auch nicht schön, das Ganze. So, dann mal wieder hinten warpen. Was wollt ihr jetzt machen? Crafting Monitor. Basic-Prozessoren wollte ich herstellen, genau. Also Basic-Prozessoren waren mit Gold. So. Da sieht man, braucht immer wieder Glas. Viel davon. Crafting Monitor. Crafting Terminal brauche ich auch noch. Crafting. Da ist echt fix der Harvester. Ja. Ja, dann will. Ja, wenn er dann mal arbeitet. Aber das ist auch so nicht so verkehrt, dass der dann immer mal eine Pause einlegt. So, wir brauchen erst das Access Terminal. Dafür brauchen wir auch wieder ein anderes. Also Flux Dust. So. Dust. Quartz. Mal wieder Eisen. Haben wir die komische Scheibe da? So eine Karte. Das. So, jetzt haben wir ein Zugangsterminal. Das könnte man theoretisch schon betreiben, aber wir dann ja ein Crafting Terminal bauen, beziehungsweise ist es auch viel, viel besser, ein Crafting Terminal zu haben, weil man dann Sachen auch craften kann in der ME.
statt nur sich die Sachen rauszuholen. So, brauchen wir noch einen Basic-Prozessor und wir haben die Taste mehr. Nicht so einfach. Erdes, Quartz, Redstone und dann der Basic-Prozessor rein. So war mit Gold. Bauen wir hier schon mal auf. So, Gold. Redstone. Ich ziehe jetzt gerade noch die Samen um. Dann pflanze ich die und dann wird definitiv Zeit für eine Folgenpause. Eiwerkzeug. Oder was meinen Sie, Balion? Ja, ich kann ja die ME jetzt eh noch nicht aufstellen. Beziehungsweise kann ich es in der Folgenpause aufstellen. Und nutzen können. Und ich erkläre dann, wie der angeschlossen wird. Etc. pp. Ich will bloß noch schnell den Crafting-Monitor bauen und dann. Machen wir Pause. Genau. Wenn euch die Folgen zu lang sein sollten, dann schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas Besonderes erklärt haben wollt, natürlich auch ab in die Kommentare und wir melden uns definitiv. So. Klar, dann. Bis zum nächsten Mal. Wieder tschüss. Ciao.